Oh, Calzone Schoko Goodness. Lauwarmes Wasser mit 3 Esslöffeln Brotmehl. Und geben dann noch 30 Gramm frische Hefe hinzu. Nach dem Verrühren muss die Mischung 5 Minuten lang ruhen. Danach geben wir die Hälfte von insgesamt 750 Gramm Brotmehl dazu und 1 Esslöffel Salz und das restliche Mehl. Den ganzen Teig kneten wir 8 bis 10 Minuten und legen ihn zum Ruhen in eine mit Olivenöl bedeckte Box. Nach 20 bis 30 Minuten teilen wir den Teig in 4 bis 5 Stücke und formen kleine Kugeln daraus. Diese werden dann noch einmal in der Box mit Olivenöl bestrichen und können weitere 15 bis 20 Minuten abgedeckt ruhen, bis sie bereit sind zur Weiterverarbeitung. Eine schöne Schicht Mascarpone, schokoladige Bonbons, die wunderbare Innerei davon. Calzone, fertig. Oh, und da kommt schon die Goodness raus. 11 von 10.